Ja, willkommen heute mal wieder zu einem weiteren Klicker. Also der neue Klicker, den ich jetzt zu Halloween auf Steam entdeckt habe, ist Cream Collector. Leider wieder ein eher in Pixel-Grafik gehaltener. Und mit dem werde ich jetzt erstmal den Blick auf die verschiedenen Events, die in einzelnen Spielen gestartet wurden, die ja alle so sich um Halloween drehen, beginnen. Und also jetzt erstmal den Blick auf Cream Collector. So, jetzt komme ich wahrscheinlich erstmal noch nicht auf die Melodie. Dann machen wir das einfach kurzerhand ein bisschen aus. Start by clicking on the house. Click until you have at least 10 screams. Okay. So, you can now purchase the first house upgrades. Okay, jawohl. Now go back to purchase panel. Buy some trees to start earning passive income. You will have to click on the house a few more times. Okay. So. So, das heißt, die ernten jetzt Creams. Ah, hier kann ich das einstellen. Sehr schön. Gut. So, dann kann ich das einstellen und kann zumindest den Sound ein bisschen runterstellen. Achso, nur wenn ich gegen die Tür klopfe, höre ich tatsächlich was. Also ich kann auch gegen die Steine hauen und dann höre ich nichts. Okay. Disable Particles, Hard Reset, Fullscreen Mode. Ja, im Fullscreen Mode. Ah, doch. Weil vorher sah es so aus, als hätte der dann einen schwarzen Bildschirmrand. Okay. Keep an eye out for gems and other goodies will appear. Okay, dann muss ich auch noch einzeln einsammeln. You can use gems to purchase upgrades or buy spins. Ah ja. Buy spins for gems. You have ein für ein, 10 für 9, 25 für 20. Naja, dann warte ich doch mal noch. Und einen kann ich pro Tag anscheinend frei bekommen. So, wie lange läuft das überhaupt? Okay, 200 Screams. Naja, die hätte ich auch mit Klicks relativ schnell bekommen können. Das lohnt sich also nicht. Okay, also was willst du jetzt noch von mir? Don't ver... Ah, ist ja toll. Can you complete a haunted house? Good luck. Tutorial finished. Okay, das heißt, ich bin jetzt allein gelassen. Unlock permanent bonuses with scams. Bonus speed, bonus income, click income, tree income, spider income. Okay, da kann ich das alles verdoppeln. Aber dafür brauche ich einen Haufen von diesen Diamanten. Haunted House Upgrades. Increase Creams per Click mal 3 und alles Pumpkins. Okay, dann machen wir doch gleich mal hier ein bisschen Geschwindigkeit drauf, sobald es da funktioniert. Also schauen wir mal, wie du auf Autoklicker reagierst. Okay, langsamer Autoklicker klappt. Schneller Autoklicker klappt auch. Gut. So, damit habe ich schon meine erste Errungenschaft freigeschaltet. Mal gucken, wo die sich hier verstecken. Da, das Achievement. Also 5000 Mal geklickt bereits. Und dann habe ich auch 3 Edelsteine bekommen. Ne, ich habe 2. Also was steht hier? Dass ich 3 mehr bekomme? Also bei 5000 zumindest bekommt das nächste. So, also die generieren einfach nur... Was ist das denn für ein Geist gewesen? Ah! Okay. Activating this bonus doubles the speed of all progress bars. Okay, gehen wir hier einfach mal noch ein paar Bäume dazu und mal gucken, was passiert, wenn der hier seine erste Stufe voll hat, bei 25 wahrscheinlich. Spooky Tree Income mal 2. Okay, das heißt, der Spooky Sounds make 100% Spooky. Was? Wie 100%? Nein, ich will gar nicht so viel Krach auf den Lautsprechern haben. Okay, das kommt nur, wenn ich den Baum anklicke, oder was? Das heißt, ansonsten lässt er mich in Ruhe. Okay. Na schön. So, jetzt habe ich schon 4, weil ich habe ja vorhin noch... Okay, Autoklicker mit 500 Diamanten.
Get More Games. Jawohl. Autoklicker für 99 Cent. Okay, Time. Oh, da kann man die Time Warps direkt gegen Kohle kaufen. Na super. Oder halt gegen Gems. Naja, mal schauen, wie oft die tatsächlich sind. Halloween Spirits. Your scream will attack Halloween Spirits. Each increase. Meine Schreie. Lifetime Earnings 5000. You will earn 0 Halloween Spirits if you reset now. Ah, okay. Activate this bonus, doubles all clicks. Ja, aber wieso ist das jetzt von alleine aktiviert worden, oder was? Das heißt immer, wenn dieser Progressbar da oben voll ist, ah ja, dann werden die automatisch aktiviert. Activating this bonus, doubles the income, earned when Progressbar complete. Okay, aber das kann ich anscheinend nicht selber auslösen. Achso, und das hier waren die Boni. Das heißt, jeweils bei 25 geht es dann weiter. Das heißt, dann hier noch, schauen wir doch gleich mal, Upgrade House to Level 2. Wo waren da jetzt das mit dem Upgrades? Das hier. East Wing, Haunted House Upgrades bei 1000. Okay, und dann kann ich das nächste kaufen. 25, das passt. Hier auch 25. Okay. Was ist das denn? Achso, das ist das Jack-O-Lantern. Das heißt, die kann ich dann immer einzeln anklicken. Okay. Gut, das sind die Earnings. So, da dürfte ich jetzt auch gleich den nächsten dann voll haben. Aber ich mache mal die Partikel aus, das ist mir zu viel Klimbim. Klicker, Click on the House, 5000 Mal. Ah, okay, jetzt habe ich die plus 3 bekommen. Ja. Chem-Converter, die Türkisen in Lila, ne? Die Frage ist, wozu brauche ich die Lilanen? Oh, okay, und da ist schon die Frage beantwortet. Hier kann ich Lilane gebrauchen. Global Income plus 1%. Scenes. Click on a scene to travel here. Complete outside house needed. Okay, das heißt, das muss ich erstmal noch freischalten. Gut, das ist eigentlich nur Information. Das brauche ich auch vorerst nicht, solange ich hier sowieso noch nichts habe. Und das ist der Progress to Next Spirit. Das heißt, das ist noch lange, lange hin, bis ich da irgendwas bekomme. Okay, soweit, so gut. Das sind wahrscheinlich auch permanente Boni, die dann bleiben. Aber die lasse ich erstmal noch weg. Dann heißt es erstmal hier weiter aufrüsten. Und okay, da sind jetzt schon größere Stufen notwendig. Die Zahlen kann ich wahrscheinlich nicht jetzt abschalten, aber das brauche ich dann auch nicht. Wieder ein großer Geist. 1, 2. Jawohl, alle erwischt. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was es mir eigentlich bringt, die Dinger zu erwischen. Aber dann machen wir einfach hier auch mal das wieder hoch. Mehr Screaming Sounds. Müsste noch klirrende Glasscheiben haben, wenn ich da drauf haue, auf die Fenster. Aber ich muss zumindest das Haus treffen. Was war das? Achso, wieder ein und eins von den Dingern voll geworden. Das heißt aber, wenn die Progressbar unten voll ist, dann wird zumindest irgendeins davon aktiviert. Die Frage ist natürlich, wie lange die eigentlich dann laufen. Okay, jetzt habe ich den Thumbstone. Hört sich ja verdächtig an. Okay. Jetzt habe ich nur noch 20. Weil erst das andere Ding wieder aktiviert werden muss. Okay, das sind die Screams.
Was hat er hier gesagt? Doubles the income earned when progress bar complete. Okay, das bezieht sich nur auf die Progress Bars und das bezieht sich auch auf die Progress Bars. Nur das hier, das ist Progress Bar und Click Income. Okay, also was für Upgrades kann ich? Tomp Income mal 3 und Increase Creams per Click mal 3 und Allos Ghost. Was heißt erlaubt Geister? Da waren doch schon diese schwarzen Dinger da. Okay, ist ja schon langsam sichtbar. Achso, die Dinger sind nicht aktivierbar, die Dinger schon. Hammer Spawn 30 Sekunden schneller. Was denn für ein Hammer? Den habe ich glaube ich auch noch nicht gefunden. Ghost Trap Spawns. Bucket Spawns. Okay, jetzt sind die Klicks wieder verdoppelt. Sehr schön. Damit geht die Progress Bar auf jeden Fall deutlich schneller. Das heißt, wenn man erstmal in so einem Flash drin ist, dass das dann ganz gut klappt. Ja, nur leider kann man nicht auswählen, welches von den dreien aktiviert wird, sondern es scheint eher ziemlich random zu sein. Ah, da ist ein Diamant. Okay, also es scheint zumindest regelmäßig aufzutauchen. Okay, je nachdem, was man dann erweitert, ändert sich halt die Landschaft ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum der beim Klicken immer dann Theater macht. Pumpkin Income mal 2. 6500, 1300, 11.000. Da erreiche ich mit meinem Klicken auf jeden Fall deutlich mehr. Vor allen Dingen, solange es halt verdoppelt ist. Also mit dem ganz schnellen Klicker kommt er nicht ganz so gut zurecht, weil er kommt dann immer so in so einen Push-Bereich. Weil noch macht das geschlossen, aber irgendwann hat er dann doch ein bisschen viel damit zu tun. Aber solange es läuft, läuft's. Ist okay. Also, 504. Ah, da ist der Ghost. Taucht der Geist jetzt nur hinter dem einen Fenster auf oder taucht er hinter verschiedenen auf? Jojo, etwas für die späten Nachtstunden. Da sollte man das wahrscheinlich am besten spielen. So, 500.000. So, das braucht Upgrade House 5. Ist das dann schon das 500.000? Ne, das ist für 1 Million. Der Geist, komm. Verdammt, ich habe nicht alle erwischt. So, das heißt aber, ich habe jetzt noch ein paar Spins bekommen. 4 Spins habe ich. So, also da bekomme ich ein Geist-Level dazu. You won a spooky tree. Einen einzigen? Du willst mich doch veralbern, oder? Naja, das lohnt sich doch nicht sehr für 18.000. Da sollte man wahrscheinlich vorher die Dinger so weit auf Maximum kaufen, dass man zumindest einen möglichst teuren davon bekommt. Weil sonst ist ja das viel verschwendetes Spooky Geld. Beziehungsweise eben Screams heißt ja die Währung in dem Fall. Okay, schauen wir mal, was es eigentlich noch gibt. Also den Klick mal 2 zu aktivieren, das Ding zu aktivieren und das Teil. Ansonsten 30.000 Spooks, einen Diamanten. Naja, und ansonsten halt die anderen Sachen. Also eigentlich so viel gibt es da jetzt nicht, außer 2x Währung. Ein Kürbis, super. Aber auf jeden Fall kann man die dann recht gut einsammeln, wenn dieser komische Geist auftaucht. Und noch einmal, bitte. Und noch ein Geist. Na schön. Machen wir wieder auf 25, wobei der geht wahrscheinlich nicht in 25er Schritten, sondern macht also nicht auf diese gerundeten 25er oder sowas.
sondern eher, dass das dann einzeln nachzukaufen ist. Damit ich hoffentlich wieder in die Upgrade-Stufen komme. Ah, hier sind die Freischaltungen. Also bei 200, 250, 100. Ja, also hier sind noch die 25 Schritte, dann geht es 50er und dann geht es weiter. So, dann machen wir die jetzt erstmal wieder voll. Dass ich zumindest dann die Zahlen wieder glatt habe. So, jetzt aktiviere ich den Random Bonus, ja. Ja, dass der Bonus random ist, das habe ich auch schon gemerkt. Jetzt ist die Frage, ob ich doch ein paar Gems raushaue. Aber eigentlich sind die, klingen die alle noch ziemlich uninteressant, was ich da kaufen kann. Noch mehr. Chaudhrys, Dollar pro Sekunde. Okay, das sieht alles so aus wie die klassischen Upgrades. Hier gibt es auch noch mehr. Also die Bonus-Speeds sind auf jeden Fall praktikabler. Allerdings kosten die halt alle auf 25 Minimum. Bis ich da genug zusammen habe, dauert das noch eine Weile. Ah, da ist ein Hammer aufgetaucht. Was mache ich mit dem Hammer? Ja. Da habe ich jetzt mal den ersten Hammer gesehen, aber was der genau anstellt. Zumindest je größer das Haus wird, desto mehr kann ich auf den anderen Stellen klicken. So, jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn der... Ha! Klick on the house 25 Mal. Jawohl, habe ich gemacht. Okay, fast alle erwischt, bis auf die eine, die mir entkommen ist. Kann ich auch den Autoklicker anlassen und dann einfach schauen, dass ich zumindest einigermaßen ziele und nicht zielen und klicken muss. So, jetzt sind alle Boni aktiv und ich bin bei 1 Million. So, jetzt brauche ich nochmal wieder die 1 Million, damit ich dann den Ghost auf Level 50 bringen kann. Und dann sollte es da wenigstens wieder einen Bonus geben. Mit 134.000 ist er ja dann auch schon ganz gut unterwegs. So. Jawohl. Geistspeed mal 2. So, bei dem Kürbis gibt es jetzt, glaube ich, erst bei 250 wieder irgendwas. Das ist natürlich noch ewig hin. Der Tombstone ist entsprechend bei 100. Wieso ist der Baum dann eigentlich schon bei 200 wieder mit einem Bonus dabei? Was ist das denn? Schon ein Spider? Oder ist es jetzt... Achso, das ist der Upgrade für den Ghost. Das heißt, je mehr der Ghost steigt, desto mehr Fenstern tauchen dann solche Sachen auf. Okay, erstmal jetzt den Baum auf 200 bringen. Ja, jetzt ist der Klicker natürlich schon wieder weg. Och, Manno. Aber 121, das ist alles ein bisschen wenig. Könnte der Klicker nicht mal ein bisschen ansteigen? Ingress, genau. Das meine ich. So, das heißt, bei 5 Millionen wäre jetzt dann der nächste Klick-Bonus. Mal gucken, wie sieht es denn hier mit den Screams aus? So, das ist relativ bald. Activate Scream Bonus 25 Mal. Achso, und das ist der Klicker-Bonus. Klicker-Bonus, Scream-Bonus, Speed-Bonus. Spooky Sounds, make 500 Spooky Sounds. Ah ja, das Knock on the... Ah, okay, das war das da unten. Hello, Knock on the Door, 100 Mal. Dann Ghostbusters, Capture 5 Ghosts, wie auch immer ich die einfangen kann. Spooky Sounds, juhu. Das waren schon 500 Spooky Sounds. Ich glaube, der zählt die Klicks, aber nicht die Anzahl, wie oft das Ding tatsächlich gelaufen ist. So, jawohl. Und jetzt 2500 Spooky Sounds. Ein Glück, dass ich mir die nicht 2500 Mal wirklich anhören muss. Ja, bleibt im Moment auch relativ still. Der Spooky ist weg. Dann nehmen wir halt den anderen.
Ja. Ja. So, noch eine Stufe, 5000. Kein Problem. Smash Pumpkins. Ja, das geht. Okay, darauf reagiert es auf jeden Fall nicht. In Melting, melt 5 Witches. By the Giant Moon. Okay. The Ant, open the door to the house. Dafür gibt es 25 Lila, ne? Also mal schauen, wann ich die Tür aufbekomme. Wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. So, der nächste Baum. Mal gucken, 5 Millionen brauche ich für die Spider mit dem ersten Bonus, aber lassen wir die schon mal loslaufen. Ist natürlich nur die Frage, wo die Spinne jetzt hin ist, also beziehungsweise wo sie auftaucht. Okay. So, einer ist mir wieder entkommen, dafür habe ich aber wieder das Rad aktuell. Zwei Spins. Bekomme ich eine neue Spinne und Diamanten. Ah, okay, damit konnte ich den Autoklicker aktivieren. Screen Bonus. You won income mal 2. Hey, cool. Ach so, das sind nur. Nee, aber ist das jetzt nochmal ein dauerhafter Bonus oder war das jetzt tatsächlich nur der eine? Auf jeden Fall ist die Progress Bar jetzt immer ziemlich schnell voll, so dass ich hoffentlich gut in den Boni. Das ist schon wieder der Hammer. So, jetzt, also, ich habe jetzt aktuell 411. Ah, mit dem Hammer kann ich die Kürbisse kaputt machen. Das war doch hier auch ein so ein Ding. Das heißt, 10 Stück soll ich davon kaputt machen. Mal gucken, ob der sich irgendwann erholt. Mal gucken, was ich mit dem Hammer noch so kaputt machen kann. Yummy, yummy. Feed 5 Trees or Zombies. Wie kann ich die denn füttern? Also, es scheinen hier noch so ein paar kleinere Gimmicks eingebaut zu sein, von denen ich natürlich jetzt noch nicht weiß, wie ich die tatsächlich freischalte oder aktiviere. Mal gucken, wie lang es jetzt noch bis zum. Oh. Naja, so schnell geht die Progress Bar jetzt da aber auch noch nicht weiter. Okay, das heißt, das nächste House-Update. Ah, da kann ich jetzt schon mal die ersten großen Boni kaufen. Also, 5 Millionen. Hallo, beide Giant Moon Income. Ah, das hat aber das Upgrade. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber dann ist das ja auch schon wieder ein Achievement. Builder, build all floors of the house. Wann kommt denn jetzt der nächste Baum? Bei 300. Und bei 250 kommt der nächste Pumpkin. So, wie viel kosten 100? 609 Millionen. Ja, super. So, dann erstmal noch den Tombstone auf 100. Jawohl. Okay, wahrscheinlich das mit der Witch kann ich dann machen, wenn ich den Teil freigeschaltet habe. Gut, dann kann ich die Spiders nämlich auf die nächste Stufe heben. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo die eigentlich stecken. Aber vielleicht sehe ich sie ja jetzt dann. Ha, da ist eine Spinne. Knister, knister, Spinne, knisper, knusper. Aber jetzt bin ich schon ziemlich flott auf dem Weg zum ersten Scream. Ach, sie will ihren One Halloween Spirit. Ah, das heißt, ich bin schon auf dem Weg zum zweiten. Das ist ja schön. You will lose all earned screams, upgrades and unlocks, but you will keep all gems, gems upgrades, spins and spirits. Okay. Your screams will attract Halloween spirits. Each increase your income and clicks by 1%. You must reset the game to get them. Ja, okay, das ist soweit klar. So, jetzt sind hier die nächsten Scream-Sachen aufgetaucht. Dann kann ich jetzt nochmal nach dem Boni schauen. Ha! Los! Nein! Okay, was auch immer ich da noch bekommen habe. Wahrscheinlich noch eins von den Updates oben.
Also Bonus-Klick-Länge mal 2. Bonus-Bar viel faster. Oder Click-Income mal 2. Also ich würde sagen, das Click-Income. Ja, dann machen wir doch erstmal das Click-Income mal 2. Kann ich ja eh nur einmal kaufen. Aber dann lohnt sich das auf jeden Fall schon am stärksten mit. Und danach das Bonus-Bar-Fill-Upgrade. Speed-Boost. So, wie viel brauche ich da noch? 5 nochmal 5 weitere Diamanten. Ha, da ist der nächste Hammer. Zack, und ich habe den nächsten Kürbis klein gekriegt. Das heißt natürlich, im Moment kann ich maximal 3 Kürbisse kaputt machen. Aber wenn ich das Game resettet habe, kriege ich die natürlich wieder und dann kann ich sie wieder kaputt machen, um so das Achievement freizuschalten. So geht das. Ah, vielleicht kriege ich ja mit dem Hammer sogar tatsächlich die Tür auf. Na, mal schauen. Ich haue den Hammer beim nächsten Mal gegen die Tür und werde mal sehen, was dann passiert. Ach komm, jetzt gib mir noch den Doppelklick wieder. So. Spooky 100, 250. So, bei dir brauche ich 100. Bei dem brauche ich 50. 40 Millionen. Und bei dem Ghost waren es auch 50. Alles ziemlich weit weg. Warte mal, bei dem Rip-Dingsbums sind sogar 250, also da komme ich überhaupt nicht ran. Dann ist natürlich am besten, die freizuschalten, wo ich ohnehin den höchsten, das höchste Einkommen habe. Aber dazu fehlt... Ha! Achso, stimmt. Die Spinne hat jetzt dort den zweiten... ihren zweiten Dings hinterlassen, nachdem sie jetzt die zweite Stufe erreicht hat. Und die nächste Spinne kommt bei 100. Ha, jetzt habe ich wieder Doppelklick. Naja, was soll's. Kann ja eh sonst nicht viel mit der Kohle anfangen. So, war ich mit den Spookies eigentlich schon durch? Nee, ich soll noch mehr Spooky Sounds machen. Dann machen wir das doch. Mal sehen, ob es nach den 5000 dann nochmal eins gibt. Hier sind wir jetzt schon bei 100.000. Klickbonus. Spooky Sounds, 5000 Spooky Sounds. Damit sind auch aktuell schon einige Errungenschaften freigeschaltet worden. Mal gucken, aktuell habe ich bereits 3 von den 44 möglichen Errungenschaften bekommen. Also die 3 Spooky Sounds, Knock on the Door und den Giant Moon habe ich schon bekommen. Und was jetzt noch aufsteht, sind Geister fangen, weiterklicken, dann Klickbonus, Screenbonus, Speedbonus. Da ist dann bei 500 das Glücksrad drehen, find 1000 versteckte Objekte in der Außenseite. Achso, das sind die Diamanten, die zum Beispiel schon aufgetaucht sind. 500 von irgendeinem möglichen Orten auf der Außenseite. 500 Flying Bats, also so ein paar habe ich ja von denen schon erwischt, aber die sind wahrscheinlich explodiert, da habe ich was anderes bekommen. 1 Million Halloween Spirits. Capture, wie soll ich Outside bekommen? Capture a Ghost von jeder Farbe, Smashing, das ist das, was dann dort, da ist der Geist schon wieder. So, Ice Cream, Poke the Giant Eye, Make Lightning Strike the House, Open the Door of the House, so, klick, 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 Activate, so, was ist das Seltenste? Feed the Bearrack. Achso, dazu muss ich erstmal umschalten, also was ist die globale Errungenschaftsstatistik? Gut, das was ich gemacht habe, haben andere auch so schon gemacht, also es sind die Top 3 vom Anfang. Und das Seltenste ist Spelling R101, cast 250 Spells. Naja, schauen wir mal, wie schwierig das wird, die ganzen Errungenschaften da zusammenzubekommen. Jetzt gilt es erstmal, die nächsten Bats zu erwischen. Wieso ist es so schwierig, die zu bekommen? Okay. Ja, daneben.
Mit dem Hammer zu zielen ist nicht ganz so einfach. So, also hier habe ich jetzt zwei neue Spins. Zwei Diamanten, schön. 37, da kann ich mir gleich das nächste Upgrade holen. Und, gibt es mir nochmal welche? Nee, auch okay. Es ging jetzt gerade um das eine Achievement, das hier, das sind die Rainbow Ghosts. Das heißt, das sind die verschiedenen Farben, von denen ich jede eine haben muss. Ist nur die Frage, wann ich Geister erwischen kann. So, die Spooky Ghost, das ist durch, die 5000 Sound, das war das letzte. Mal gucken, ob der Klicker hier auch dann der letzte ist. Also, so, es ging darum, dass die Bonusbars dann schneller gefüllt sein sollen, damit ich hoffentlich den Klicklänge natürlich öfter bekomme. Drei Halloween Ghosts, 3% mehr ist ja jetzt nicht wirklich signifikant. Das lohnt sich doch noch nicht zu resetten. Und jetzt sind alle Boni weg. So, dann gucke ich doch mal, ob ich hier Hidden Spawns 30%, 30 Sekunden faster. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Abstand die aktuell kommen. Ghost Trap Spawns 30 Sekunden faster. Subspawns plus 1, 2 in total. Was sind denn das bitte für Dinger? Bucket Spawn, 60 Sekunden faster. Das Bucket war wahrscheinlich das Ding, was hier an der Seite aufgetaucht ist. Ja, das Show 3 Second mache ich mit Sicherheit nicht, aber dann... Machen wir mal das Hidden Spawn. Vielleicht sind das ja, das sind ja wahrscheinlich die Diamanten gewesen. In der Hoffnung, dass ich dann schneller und öfter Diamanten bekomme. Aber vielleicht ist auch dieser komische Geist dort, der sich dann öfter meldet. So, wann kann ich denn eigentlich das Haus mal wieder upgraden? Na, jetzt zum Beispiel. Schon besser. So, dann... Da ist mein nächster Diamant. So, bei 50 und bei 100 Millionen geht es jetzt weiter. Das dauert. Aber ich kann jetzt eine Bett kaufen. 51 Millionen, das dauert zu lange, also machen wir es mal mit 10. Und mal schauen, ob die dann explodieren. Weil die wird ja auch irgendwo rumflattern wahrscheinlich. Okay, fangen wir einfach mit 1 an. Okay, keine da. Also noch habe ich... Ah, der Hammer ist wieder da. Es klappt aber nicht. Wieso habe ich den Curtis nicht erwischt? Die anderen haben doch viel besser funktioniert. Okay, als nächstes versuche ich den dann gegen einen von den Grabsteinen einzusetzen. Mal sehen, 30, der ist ja jetzt gerade aufgetaucht bei 43 Minuten. Mal gucken, wann der nächste auftaucht. So, das, das. So. Die, die da oben wegfliegen, die erwische ich immer nicht komplett. Aber das waren wieder Glücksrad, also Glücksrad spielen. Prozent und ein Diamanten. You want a ghost? Okay, so das Hammer. Ach nee, ich habe das Hidden gemacht, nicht das Hammer-Ding. Naja, mal schauen. So, hier wollte ich jetzt noch dieses andere Teil aktivieren. Ach so, das sind ja die hier oben. Da brauche ich ja 25 dafür. Nee, dann ist das zu teuer. Aber die nächsten 10 von denen kann ich aktivieren. Jetzt machen wir mal noch die Bett voll. Mal gucken, ob ich die dann, ob ich die Fledermaus dann irgendwo sehe. Wenn die auf 25 hochgestuft ist. Okay, also wenigstens 5 will ich auf jeden Fall mal haben. 3 sind mir auf jeden Fall zu wenig. Bonusbar viel faster. Sieht irgendwie nicht so aus, als würde sie das tun.
Ach, na klar, ich habe ja nicht den, ich habe den langsamen Klicker verwendet, deswegen ist sie so langsam gelaufen. Ah, da ist sie. Okay, aber sie explodiert nicht. Jetzt hören die schreiende Fledermäuse an. Okay. Ha, da ist das Outside-Ding. Und das hat mir einen Scream aktiviert. Also den Double Scream hat es mir aktiviert. Okay, jetzt läuft es natürlich schon wieder zügiger. Ich muss nur den richtigen Speed-Clicker aktivieren. Dann kann ich ja jetzt auch gleich. The bets will be more well rested. Bet income mal 3. Das heißt, die 50 Millionen sollte ich jetzt relativ zügig zusammenbekommen. Ja. Ha, der Flattermann ist wieder da. Nein, nein, meine Güte, ich habe nur 2 erwischt. So was Blödes. Ha, der Hammer ist wieder da. Also. Oh, der nächste Kürbis ist gefallen. Das stimmt, ich wollte eigentlich einen Grabstein kaputt machen. Naja, beim nächsten Mal. Wie viel hat der mir denn eingebracht? 6, es war wohl doch nur einer. Haus 23 von 129. Da fehlen noch einige Upgrades. Und vor allen Dingen brauche ich noch ein Kürbis-Upgrade, bevor ich den nächsten Hammer bekomme, sonst klappt das nicht. Aber vielleicht kann ich den Hammer ja auch gegen die Fledermäuse einsetzen. Ah, ich habe meine 5 Spirits. Okay, machen wir einmal ein Reset. Auch wenn 5% nicht allzu viel ist, aber Halloween Spirits, 3 Stück. 5% Bonus. Jawohl. Ja, das machen wir gleich. Jetzt lass mich nochmal hier gucken. Okay, ich soll jetzt 100 Stück davon bekommen. So, ach ja, genau. Die Upgrades brauche ich dann als erstes. Was? Der Kürbis bleibt kaputt? Das heißt, ich kriege die weiteren Kürbisse nur klein gematscht, wenn ich. Oh, na super. Das ist ja blöd. Ich dachte, dann kann ich die Kürbisse wenigstens schön zermatschen. Aber das geht gar nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich 10 Upgrades für die Kürbisse kaufen, bis ich sie alle klein gematscht habe dann. Okay. Auf jeden Fall ist es schön, dass ich bei dem Spiel zumindest wieder merke, dass mein Klicker-Einsatz auf jeden Fall einen deutlichen Boost bekommt, zumindest was das Einkommen im Großen und Ganzen angeht. Ansonsten ist es auch wieder so die kleinen Gimmicks, auch wenn ich den Pixel-Look nicht so sehr mag, aber dass man letztlich immer ein bisschen gucken muss, wo taucht irgendwas auf. Also zumindest das eben mit den kleinen Gimmicks, die überall im Spiel auftauchen, man immer wieder das Bild im Blick behalten muss und dann natürlich auch entsprechend reagieren. Die scheinen jetzt zwar von alleine nicht wieder zu verschwinden, aber es bleibt natürlich auch sinnlos, sie einfach stehen zu lassen, wenn man dann die Boni nicht aktiviert bekommt. Ha, da ist der Schattengeist. Ey, das gibt's doch nicht. Muss man die ein paar Mal anklicken? Das heißt, ich musste jetzt echt meinen Dauerklicker aktiviert lassen, damit ich die schnell genug geklickt bekomme. Ach ja, da haben wir ja wieder das Spin-Rad gehabt. Zweimal da zusätzlich, aber erst Upgrades kaufen. Was war eigentlich das? Achso, das waren die Time Warps. Komme ich schon 1000, 200.000 Bonus, ne 300.000 habe ich sogar bekommen, nochmal 300.000, darfst mir ruhig ein paar Diamanten geben, hm. 300.000 Screams. Kann ich mir gleich das nächste Haus-Upgrade kaufen.
Okay, das waren alle Spins. Also bevor ich das andere kaufe, machen wir jetzt gleich erstmal das Haus-Upgrade komplett. Und nochmal Klicker freigeschaltet. Das war jetzt wahrscheinlich die letzte Errungenschaft, was die Klicker angeht. Ja. Jetzt brauche ich nur noch einen Klicker-Bonus und einen Time-Bonus. Beziehungsweise hier sind es wahrscheinlich zwei, ja 48. Dann ist das auch wahrscheinlich... Nee, es gibt noch eine weitere Stufe. Das heißt 100 ist als nächstes. Da kann ich mir zumindest schon mal die ganzen Boni zusammen sammeln. Zwei Diamanten noch, dann kann ich da ein weiteres Effekt freischalten. Ja, weil für den Hammer weiß ich jetzt immer noch nicht, ob ich für den eine Verwendung habe. Ach, ich wollte doch den das Upgrade kaufen. Jawoll. So, dann gehen die nächsten 5 Millionen ruckzuck. Und wieder ein Bonus. Nochmal 5 Millionen bitte. Wobei ich könnte auch erstmal da oben die Bäume vervollständigen. Und die Grabsteine. Und natürlich den Spooky Ghost. Ja, ja. Alles immer schön upgraden. Spidey, Spidey. Ha, da haben wir es. Hey, wieso sind die Kürbisse jetzt wieder in Ordnung? Na sowas. Jetzt kann ich sie also doch mehrfach zermatchen. Das muss ich mir daher dann nochmal anschauen, wenn ich das Video zusammenschneide. Okay, da habe ich eine Uhr bekommen. Warum oder wann die jetzt tatsächlich... wiederhergestellt worden. Vielleicht ist es ja irgendwie eine Zeitfrage, bis die repariert werden. Ah, ich habe meine 26 zusammen. Und natürlich auch das nächste Haus-Upgrade. So, dann die Klicklänge noch verbessern. Naja, genau. Also das ist tatsächlich das Symbol dafür, dass es dann irgendwie schneller geht. Oder beziehungsweise eben ein Bonus drauf liegt. Ha. Ha, alle erwischt. Also mit dem Superklicker klappt das. Dann kommt mir keine von den fliegenden Fledermäusen. Fliegende Fledermäuse. Ein doppelt gemoppelt Ausdruck. So, jetzt ist die Frage. Bis zu 50 Millionen oder lieber ein paar Upgrades einsammeln? 7 Millionen, 8 Millionen, 10 Millionen. Okay, bei den Bäumen geht es bei 300 weiter, bei den Kürbissen bei 250. Das heißt, nur die Geister sind in der nächsten Stufe dann noch leicht zu erreichen, dass es dann da einen Multiplikator gibt. So, der Geist bringt mir jetzt auch schon 2 Millionen ein. Das ist auf jeden Fall dann ein ganz guter Bonus. Die Fledermäuse. Das heißt, die bringen mir dann schon 12 Millionen ein, wenn ich das mit dem 50 Millionen Update dazu kaufe. Ha, der Hammer. So. Da scheint es nicht zu klappen. Okay, dann machen wir jetzt noch einen Kürbis. Okay. Hm. Also die Fledermaus scheint zumindest jetzt nicht direkt zu reagieren. Aber ich habe wieder vergessen, dass ich auf die Grabsteine hauen wollte. Naja, weil die Kürbisse halt jetzt wieder da sind. Aber beim nächsten Mal. So, 50 Millionen. Für die Fledermäuse. Ha, wieder eine Uhr. Kommen da jetzt eigentlich noch Achievements? Ja. 67, 76, 63. Mal gucken, ob ich die drei noch voll bekomme. So, das Haus-Upgrade kommt in erreichbare Nähe. Zack.
Ja, jetzt brauche ich auch schon 500 Millionen für den nächsten. Ah, der Geist ist wieder da. Haha, alle erwischt, alle erwischt. Ja, mit der Fledermaus ist da das nächste Upgrade eigentlich bei 50. Speed mal 2. Ja, das wäre dann als nächstes drauf zu sparen, nachdem die alle jetzt eh bei fast 100 liegen. Okay, die anderen beiden sind noch ein bisschen niedriger. Aber da kommt so schnell auch kein Upgrade bei den Geistern und den Spinnen. Ghost 250, Spinne bei 100. Das heißt, da brauche ich auch mindestens 2 Updates. Das heißt, dann kann ich die... Ach, die Katze kann ich auch schon kaufen jetzt. Gucken wir noch mal, wie teuer die Katzen sind. Dann kaufen wir die ersten 5 mal zusammen. Naja. Ist halt auch entsprechend ziemlich teuer. Aber braucht sehr, sehr lange. Sehe ich schon irgendwo eine Katze? Anscheinend nicht. Anscheinend erst bei dem ersten Upgrade, wenn die das erste Speed-Update bekommen, tauchen die dann tatsächlich irgendwo auf. Okay, zurück zur 25 und jetzt auch 200 Millionen gespart. Damit die Fledermäuse dann ein bisschen schneller Schreie liefern. Also, Fledermaus-Update. Ha! Das heißt, da fliegt jetzt öfter mal eine Fledermaus hoch, die ich dann anklicken kann. Hoffe ich jedenfalls, dass die öfter mal vorbeikommt. Und das sind dann die explodierten Fledermäuse wahrscheinlich. Ich glaube, hier hat mir fast eine ganze Million eingebracht, also so eine Dreiviertelmillion. Das würde sich auf jeden Fall lohnen, dass das öfter mal vorbeikommt. Und da ist der nächste Hammer. Also, jetzt mal auf die Grabsteine. Machen nichts. Na schön, dann noch den Kürbis. Hat nicht geklappt. Ich habe den Kürbis nicht klein bekommen. Hm. Ah. Nein. Ich habe die Fledermaus verpasst. Natürlich die Frage, ob ich mit den normalen Klicks auch irgendwas erreichen kann. Ah, 250 Millionen. Bin ich ja bald schon wieder im Upgrade-Bereich. Also dann könnte ich erstmal noch ein paar Katzen kaufen. 300 Millionen. Dann ist die erste Katzen-Speed gekauft. Ah, du fliegst auch gerne in eine andere Richtung. Glücksrad spielen. Eine Spinne. Super. Explode. Squeak. 5 Stück. Noch eine Spinne. Was? 20 Millionen Screams bekomme ich aktuell. Spinning! Spinner! Jawohl! So, das heißt, Spinning the Wheel habe ich jetzt schon die nächste Errungenschaft bekommen und hier habe ich schon einige Halloween Spirits. Achso, 5 Stück, genau. Das ist ja die, die ich schon eingesammelt habe durch den Reset. Bolt all floors of the house. Quick. So, das heißt, eigentlich fehlen mir jetzt nur noch 9. Muss ich ja nicht alle kaufen. Da ist die Katze.
fauch mich an, du fauchi Vieh. Da, da, da. Und 283 Millionen für die nächsten 25 Spinnen. Die Spinnen wohl. Mach ich mal den Bucket noch aktiv. Ah, ich wollte doch die Spinnen kaufen. Jetzt sitzt da noch einer an der Haustür. Da ist jetzt die Tüte. Da sind aber anscheinend alle Teile drin. Ha, der Hammer ist wieder da. Juhu! Beim dritten Kürbis gibt es einen Diamanten. Scream Bonus activated 100 times. Und 250 geht noch weiter. Das heißt, das eine war Bronze, Silber, Gold und das ist sozusagen die Ultimate oder Epic oder was auch immer. Jedenfalls ist das dann die letzte Stufe. Das Spannende ist natürlich an der Stelle noch dann die Witches, ob die tatsächlich auch gleich ein neues Element reinbringen, sobald ich die gekauft habe. Aber wahrscheinlich muss ich die auch erst wieder auf Stufe 25 bringen, bevor die, so wie die Katze letztlich, überhaupt auftauchen. Auf jeden Fall habe ich noch keine Funktion freigeschaltet, mit der ich Geister fangen kann. Oder ich habe sie nicht verstanden. Dann machen wir doch mal die Ghost Trap Spawn. Was auch immer das sein soll. Und was ich mit dem Hammer noch so anstellen kann. Was sagen denn eigentlich meine Halloween Ghosts? You will earn 11 Halloween Ghosts. Immerhin schon doppelt, mehr als doppelt so viele als beim ersten Mal. Klickerbonus. Inkommen plus 3%. Das heißt, das Inkommen bewegt sich eben nicht nur auf die Klicks, sondern natürlich auch auf die Incomes von den hier, von den ganzen Erweiterungen oder Hausbewohnern. So, gleich kann ich das nächste Upgrade kaufen. Also das nächste Haus-Upgrade. Tower. Speed-Bonus. Auch Silber abgeschlossen. Damit sind die jetzt alle auf Gold. 103, 106. Na, gibt's doch sowas. Und 100. Hidden Stuff, sind 25 Hidden Objects. Da ist ein Beal. Und ist das jetzt auch ein Hidden Object? 15. Nee, anscheinend nicht. Aber dafür habe ich die Squeak-Mäuse bald. Ha! Die Kürbisse regenerieren sich tatsächlich mit der Zeit. Gut zu wissen. Aber kann ich jetzt trotzdem mal noch schauen, dass ich das nächste Kürbis-Upgrade zusammenbekomme. Ich glaube, da ist mir gerade wieder eine Fledermaus entwischt. Und mir ist wieder eine entkommen. Diese kleinen Fledermäuse. Ja, ich wollte mir Witches kaufen. 5 Billionen! Und ich wollte nachgucken, wie viel ich hier inzwischen bekomme. Also ich denke auf jeden Fall, den 15. machen wir noch komplett und dann resette ich und mal gucken, ob sich dann irgendwas Relevantes ändert. Achso, genau, ich wollte den Kürbis noch vervollständigen. Ah, dann kommen da drüben noch Kürbisse hin. Aber wahrscheinlich muss ich dann jetzt auch mehr zerschlagen, um einen vernünftigen Bonus zu bekommen oder beziehungsweise um den Diamanten zu bekommen. Und jetzt geht es darum, mal noch die ersten Witches zu kaufen. Aber die werde ich wahrscheinlich nicht mehr bis 25 bekommen, sondern vorher dann den Reset machen. Jawohl, nochmal 3 Diamanten. Wo war das wieder? Hier. Also,
Machen wir noch den einen Ghost voll und dann schließe ich die Folge mit dem zweiten Reset ab. Der erste war ja doch jetzt recht früh zu bekommen. Ah ja, schon durch. Na dann, 15% dazu und einmal von vorne. Das geht ja jetzt auch relativ fix und die Boni bleiben sogar noch wach. Das ist ja praktisch. So, 1000. So, dann gleich bei 10.000 den nächsten. Und 100.000 gleich das weitere Upgrade. Ja, das heißt, das Aufholen geht dann relativ schnell. Kein Problem. Und sobald ich jetzt den... Naja, kann ich jetzt schon mal hier die Dinger dazu kaufen. Damit die einfach mal ein bisschen Einkommen liefern. Genau, das heißt, der Zustand der Kürbisse bleibt auf jeden Fall erhalten. Mal gucken, ob ich dann für jede Seite tatsächlich diesen Diamanten bekomme. Aber dazu muss ich natürlich erstmal wieder den vierten Kürbis auch freigeschaltet haben. So schnell geht das jetzt dann nicht. Also wie viele Spins habe ich denn jetzt eigentlich über? Ja, das lohnt sich jetzt natürlich nicht, die einzusetzen. Weil da kann ich erstmal noch ein paar Upgrades kaufen und vor allen Dingen, dass ich wieder in einem höheren Bereich bin, dass ich hoffentlich eher ein paar Millionen Screams bekomme, als nur so ein paar Handvoll. Also soweit die erste Folge für Scream Collector. Also wenn ihr noch ein bisschen Halloween nachführen wollt oder noch ein bisschen euer eigenes Spukschloss hier aufbauen wollt, dann könnt ihr ja mal in Scream Collector reinprobieren und ja, mal schauen, wie viel Zeit ich jetzt tatsächlich habe, hier noch einen weiteren Klicker irgendwie zu verfolgen. Weil so langsam wird das nämlich etwas viel. Also soweit die erste Folge für Scream Collector und bis zum nächsten Mal. Tschüss!